Wachsam bleiben. Heute übernehmen Sie die Rolle eines Zugbegleiters im Zug, der nach Manchester fährt. Oh, was? Wirklich? Kommt noch mehr? Nö. Oh doch. Der Zug, in dem Sie arbeiten werden, wird in Kürze eintreffen. Steigen Sie in den Zug ein und übernehmen Sie die Rolle eines Zugbegleiters bis zur Endhaltestelle des Zuges. Jetzt weiß ich auch, warum ihr gerne wolltet, dass ich hier wachsam bleibe mache. Freunde, gute Laune, Hallöchen, einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen weiteren Folge hier bei TSW3. Und ja, ich wollte eigentlich das Szenario nach und nach durchgehen, aber ich bin gerade aktuell so ein bisschen in Eile, ich muss daher noch zur Arbeit und wollte mir unbedingt dieses Szenario geben, weil das geht im Endeffekt in Anführungsstrichen nur 20 Minuten und heute machen wir den Zugbegleiter, wir meme heute den Zugbegleiter, oioioioioi, ha ha ha, oh, da werden Sie sich freuen. Gehen Sie zu mir hinter dem Führerstand, okay? Hier? Okay. So, als Zugbegleiter gehört es zu Ihren Aufgaben, die Türen des Zuges zu bedienen, die Fahrkarten zu kontrollieren und für Sicherheit der Fahrgäste während der Fahrt zu sorgen. Oh, ey, aber ganz ehrlich, das wäre eine schöne Sache, wenn es öfters mal so vorkäme, wa? Also, stecken Sie den Türsteuerschlüssel ein. Okay. Ein. Stellen Sie sich auf den Bahnsteig und warten Sie darauf, dass die Fahrgäste in den Zug einsteigen. Wir können mit den Vorbereitungen für die Abfahrt beginnen, sobald die Türen frei von Passagieren oder Hindernissen sind. Okay? Wir sind jetzt bereit zur Abfahrt. Schließen Sie alle Fahrgasttüren, bevor Sie Ihren Führerstandstüren schließen. Sobald Sie dies getan haben, signalisieren Sie den Lokführer durch zweimaliges Drücken. Oh. Okay. Gehen Sie zum hinteren Führerstand. Ja. Jetzt soll ich die Tür hier schließen. Hammer. So, was sollen wir jetzt drücken? Sollen wir gedrückt halten? Ah, warte mal. Oder hier. Ah, hier. Haben wir. Und nun, was jetzt? Warte mal. Ah! Sie müssen die Fahrkarte Passagiere überprüfen, die in den Zug eingestiegen sind. Vergleichen Sie das Datum und den Zielort auf der Fahrkarte mit dem heutigen Datum und den Zielort dieses Dienstes, um festzustellen, ob die Fahrkarten gültig sind oder nicht. Oh, wie cool ist das denn? Hello, ladies and gentlemen! Oh, warte mal, ich hab was vergessen. Entschuldigung, ja. Ja, falls jemand aufmöpfig wird, dann kann ich wahrscheinlich damit K.O. schlagen. Yes! Hello, ladies and gentlemen! My name is Weilemar van der Lok and I'm looking for your tickets. Your ticket, please. Well, von Manchester Piccadilly, so, warte mal. Nächste Haltestelle. Scheint richtig zu sein. Okay, hello, hello, hello. So, der Herr, bitte. Fahrkarte bitte. So, scheiße, war jetzt schon wieder voll ins Fettnäpfchen getreten. Gütig für eine Reise von Nidbridge zu Gorton. Du, scheint in Ordnung zu sein. Keine Ahnung. Also, das ist ein bisschen komisch. Ich muss mir die Tickets jetzt nochmal angucken, aber... This is Guidebridge, okay. Hallöchen, einmal die Fahrkarten bitte. Gut, der heutige Tag ist der 30.10. Okay. Gütig für eine Reise von... Hier ist er nicht mehr gütig, wa? Ha! Tja, kannst du mal sehen. War, glaube ich, falsch gewesen, wa? Ich weiß jetzt auch nicht. Also, ich glaube, Datum war nicht richtig gewesen. So. Fahrkarten bitte. Heute ist der 30.10. Da ist alles in Ordnung. Ja, du, ich sag jetzt einfach mal, ist in Ordnung.
Nächste Haltestellen sind Gordon, Dingsterbumster. Ich denke mal, wird schon alles richtig sein. Der wird jetzt kein falsches Ticket gezogen haben. Was gewesen? Hey, Fahrkarten bitte! Wie, keine Fahrkarte? Gib mir jetzt die Fahrkarte! Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte. Okay, ich gehe wieder. Gute Fahrt, Kollegin. Schön! Putzig gemacht! Sind wir eigentlich gleich da? So, Fahrkarten haben wir jetzt eigentlich alle kontrolliert, bin ich der Meinung. Dann gehen wir mal wieder zurück zu unserem Führerstand. Können wir eigentlich auch andere Personen hier so fragen? Hallo, Fahrkarte? Nö, nee, können wir auch nicht so fragen. Oh, what? Oder können wir uns hier hinsetzen? Ach, wir können uns auch hier hinsetzen. Schön. So. Machen wir uns schon mal bereit. Gleich müssen wir uns ja wieder da hinstellen. Achso, warte mal. Oh, wir müssen hier schon mal... Das haben wir schon mal, genau, war das schon mal richtig gewesen. So. So, öffnen Sie die Türen. Was? Warum soll ich eigentlich die Türen öffnen? Verstehe ich nicht. Ah, sieht gut aus. Ah, er ist ein bisschen schneller hier. Ein bisschen schneller. Schneller, bitte. Dankeschön. Gut. Die Türen wieder hier schließen. Jetzt schließt er, glaube ich, gleich unsere Tür hier. Ja, warte, warte. Jetzt ist aber auch ein bisschen doof zu treffen hier. Nee, da. So. Und jetzt hier... Haben wir. Jetzt wird den aber auch immer mitnehmen müssen, verstehe ich nicht. Jetzt stecken wir wieder ein. So. Wen sollen wir kontrollieren? Ah! Oh, nee, Entschuldigung. Ich wollte deine Fahrkarten eigentlich nur hier haben. Gut. 13.10. haut hin. Gorton von Gorton nach. Gütig, von einer Reise von Gorton nach Gorton? War aber schon wieder falsch gewesen, wa? Ach, ey, ich bin aber auch schlecht darin. Erwachsene-Standardklasse. Dafür haben wir jetzt Punkte bekommen. Genau, Fahrkarte kontrolliert. Wir können jetzt mal bewusst was machen, komm. Wir können es. Ah! Na gut, das ist ja schon fast mal gar nicht mal richtig. Siehst du? Würde noch eine neue Fahrkarte holen. Aber Datum, also ich glaube, die Zielort oder generell die Ortschaften, da brauche ich jetzt nicht darauf achten. Das ist Quatsch. So, ja, der sieht natürlich. Hallöchen. Oh, nö, nee, ist in Ordnung. Ich glaube, wir brauchen ja echt nur das Datum achten. Oh. Ja, okay. Also ihr müsst hier wirklich nur aufs Datum achten. Das war es eigentlich auch schon gewesen. So, der hier. Oh, die sehen aber auch alle so ein bisschen. Ja. Die sehen schon so ein bisschen so aus. Also ich will jetzt nicht sagen schmuddelig oder so, aber die sehen schon so ein bisschen aus, als würden die uns gerne mal eine Nase herumführen wollen. Schön. Gut. Oh, schön aber. So, wir können ja mal gucken, was kommt noch alles. Ah, das machen wir aber nochmal ein, zwei, drei Mal. Das ist cool. Ja, ist wirklich sehr schön gemacht. Also das könnte man wirklich öfters mal so ein bisschen mit einbauen. Ich bin ein bisschen erstaunt, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen, ob es wirklich so ist, dass wir als Zugführer, Beistand, Co-Pilot wirklich hier anfangen, auch noch die Türen selber zu öffnen. Bin ich ein bisschen erstaunt. Oh, haben wir geöffnet. Ah. Dafür sollen es einfach nur hier stehen bleiben.
Ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier was bestimmen können. Wäre auch nicht schlecht natürlich, so ein bisschen zurückbleiben bitte und sagen könnten oder so drücken können. Dann wäre auch cool gewesen, die Anzeige, dass man wirklich hier sich so ein bisschen dran halten müsste. Oh. Oh, da. Super, der Betrunkene hier. Könntest du bitte einmal hier von der Bahn weggehen? Danke. Zack. Und Türen alles am Schließen. Können wir schon mal den hier... Na, vorbereiten. Boah, wunderbar. Zweimal Summer. Okay, gut. Das hat jetzt noch nicht geklappt. Zweimal Summer. Schön. Wir haben auch wahrscheinlich immer wieder zurück. So, alles klar. Cool. So, nächste Fahrkarten wieder kontrollieren. So, Datum haut nicht hin. Hier geht es wirklich nur ins Datum. Also ich habe mich jetzt ein bisschen zu sehr von diesen Ortschaften und Stationen da ein bisschen verwirren lassen. Hier geht es wirklich nur so ein bisschen... Also hier geht es nur darum, dass das Datum hier hinhaut. Hier ist zum Beispiel nicht korrekt. Wir haben den 30. Also nur von wann bis wann das gültig ist. Kann ja auch sein, dass er eine Fahrkarte hat, die ist... erstmal umgenommen, jetzt zu so 2 Wochen gültig. Das passt ja alles. So, hier ist alles perfekt. Aber ist wirklich mal eine schöne Sache. Jo, alles gut. Der Herr hier wieder, auch alles gut. Okay, alles wieder kontrolliert. So, wir gucken mal ganz kurz. Haben wir gemacht. Geht in den Führerstand. Ja, nee, viel ist es nicht mehr. Es sind halt, das hätte ich wundern, weil es so viele Punkte sind. Es sind halt viele Punkte, die wir abarbeiten, wenn wir zum Beispiel am Bahnhof angekommen sind. Wir kommen jetzt hier rein. Den Schlüssel haben wir ja schon wieder reingesteckt. Das heißt, wir machen gleich wieder ganzen Türen hier allesamt auf. Oh, das wäre auch noch schön, wenn wir hier rausgucken könnten. Das wäre lustig, den Kopf so schön rausstecken. Ausstieg links oder rechts? Oh, rechts diesmal. Warte. Schön. Gut. Gehen wir auch gleich wieder rein. Da einmal rein. Dann müssen wir hier wieder alle Türen schließen. Ja, das, ihr seht ja, waren jetzt so viele Punkte jetzt gewesen, die wir gar gearbeitet haben. Es ist ja jetzt nicht mehr viel. Gut, die nächsten Fahrgäste. Wie gesagt, vom Prozedere ist immer das Gleiche, aber es hat halt was. Es würde mir wirklich, wenn wir halt weiter solche Linien irgendwann mal haben, als Add-on, würde ich mir wünschen, dass es vielleicht immer einmal im Szenario mal vorkäme. Das wäre wirklich eine schöne Sache. So, die junge Dame hier einmal. Oh, können wir uns eigentlich auch neben ihr setzen und trotzdem die Fahrkarten verlangen? Das wäre auch eine schöne Sache. Perfekt. Oh, guck mal, es werden immer weniger. Es sind jetzt nur noch 2 Fahrgäste. Also, insgesamt waren es jetzt 3 Fahrgäste, aber es sind nur noch 2 Fahrgäste zu kontrollieren sind. Ja, ist auch perfekt. Und der junge Herr hier. Sieht ein bisschen aus wie bei Matrix. Auch alles gut. Sehr schön. So. Bei dir ist auch alles in Ordnung. Brauchst du ein Käffchen oder so? Kann ich mich zu dir setzen eigentlich? Komm. Ah, schön. Haha. Oh, ein bisschen klein. Ah. So ein Zugbegleiter, du, das macht Spaß, glaub mir. Man lernt Leute kennen. Sind wir pünktlich unterwegs? Hast du da irgendwie so ein Anjetze? Oh, wir sind... Oh, ich geh schon nach hinten.
Bisschen beeilen hier, wir sind nämlich gleich da. Oh, schneller, 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 schneller. So, Ausstieg rechts, oder? Ja? Nee? Nee. Links? Ja, links. Der ist wieder drin, okay. Ah, sieht schon cool aus, muss man echt mal sagen. Schöne Atmosphäre. Nee, ah, nicht schließen. Freigeben natürlich. Ach, ist schon die Endstation hier, wa? Tatsächlich. Oh, das ging ja schnell. Ah, schön. Ja. Oh, guck mal, ja, das ist schön, wa? Guck mal, geht da schön die Sonne hinüber. Ach, schön hier Feierabend, ist das herrlich. Oh, aber richtig viel los hier. Haben wir es geschafft? Ah, gehen Sie wieder zurück in den Führerstand? So, der Zug hat seine Endhaltestelle erreicht. Schließen Sie die Türen ab und stellen Sie sicher, dass alle Fahrgäste ausgestiegen sind. Oh, das müssen wir auch noch machen. Wie cool ist das denn? Und ich will auch zweimal Sommer drücken. Das war immer schön gewesen. Oh, wir kriegen kein Konto. Okay. Gut, die müssen wir wieder einstecken. So, gehen Sie durch den Zug und vergewissern Sie sich, dass keine Passagiere sich an Bord befinden. Oh, okay. So, sind alle hier raus. Das wäre natürlich cool, wenn wir noch jemanden hätten, der doch hier sitzt. Dass wir den noch rausschmeißen können. Ah, sieht aber nicht ganz so aus. Nee, alle sind draußen. Gehen Sie zu dem hinteren Führerstand. Wäre lustig gewesen. Aber wie gesagt, also, liebes Dovetail-Team, das könntet ihr euch wirklich vielleicht mal so ein bisschen weiterhin angucken bei dem nächsten Erweiterungspaket, dass vielleicht immer ein Szenario so dabei ist und dann kann man immer mehr dazu holen. Okay, verlassen Sie den Zug. Ja, gut, gehen wir raus. Gut. Sollen wir hier zumachen? Schön. Ja, du. Richtig schönes Szenario, wir gehen jetzt zum Ausgang. Das war es auch schon gewesen. Das war im Endeffekt das letzte Szenario dieses Add-ons gewesen. Wir haben aber noch ein Szenario. Ich wollte es aber ganz gerne schon mal früher reinholen, weil es einfach ein bisschen kürzer geht. Und es hat sich voll und ganz gelohnt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gut gemacht da draußen. Sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten haben. Ich denke mal, ganz perfekt war es nicht. Am Anfang habe ich echt meine Probleme gehabt. Ich wusste nicht, was ich genau bei den Fahrkarten kontrollieren sollte. Aber hier ging es wirklich nur um das eigentliche Datum, ob das gültig war oder nicht. Aber ich denke mal, Silber könnte schon sein. Ja, Silber ist es. Also wie gesagt, hätte ich die ersten paar Fahrkarten richtig kontrolliert, dann hätte es auch Gold gegeben. In diesem Sinne, macht's gut, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.